gut bei Let's Play Empyrean Galactic Survival. Jo, wir haben wieder eine neue Aufgabe der Piraten. Wir müssen irgendeinen Salvation Point, Collection Point ausräumen. Also irgendwas soll man dort machen. Weiter. Ein interner Fehler ist aufgetreten. Ich weiß nicht, was dieser interne Fehler ist. Der Speedstar. Irgendwas muss ich da machen. Irgendwas muss ich ausräumen. Normalerweise habe ich diese ganzen Collection Points habe ich schon ausgeräumt. Da sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich habe Dinge gehört. So. Hier bin ich. So, ich muss kurz nachschauen. Find the way to destroy the core of the collector's point. Das habe ich eigentlich schon gemacht. Ich habe den Kern schon zerstört. Und dann? Oh! Das könnte jetzt schwierig sein. Denn ich habe den Kern schon zerstört. Und nu? Wo bin ich denn jetzt? Da. Einmal die Strahlung weggekriegen. Das ist jetzt aber blöd. Das ist jetzt wirklich blöd. Ich glaube, normalerweise... Find a collection point. Habe ich gemacht. Wir sind hier. Hallo. Scheiße. Ich kann diese Mission nicht abschließen. Ich kann diese Mission echt nicht abschließen. Ich sollte hier eigentlich... Was waren das für Geräusche auf einmal? Und das respawnt irgendwie nicht.
Ja, Freunde, ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Ich war leider klug genug, den zu zerstören. Und er wird wahrscheinlich den wollen. Hoppala. Hoppala. Hier. Ja. The scraper piles and collection points are mostly guarded. At last, the bigger ones, of course, there are better chances to find out something. Find their core, dismantle it and scan the boards. Idea should be able to help you with that. Scan the boards. So, habe jetzt bei jedem Collection Point wahrscheinlich. Habe noch irgendwo ein Wrack, abgeschütztes Raumschiff, Wrack, Refuse Pile, Trümmerfeld, Old Tower, Crash, Refuse Pile, Destroyed Mining Towers. Irgendwo noch ein. Das waren die Dings. Ich glaube, dort war ich eher. Trümmerfeld, großes Wrack, Wrack. Refuse Pell, Activator, Engine, Wrack, Refuse Pell. Nein, Refuse Pell sind nur die kleinen. Engine, Old Farm, Destroyed Mining Towers, Wrack, Old Tower. Wrack, ruinierter Landing, Old Farm, großes Wrack. Refuse Pile, Activator, Broken Radar, dort war ich überall. Refuse Pile, Side, Activator, großes Wrack. Collection Point, dort glaube ich war ich aber. Ja genau, bei der war ich. Beat. Refuse Pile, großes Wrack, Wrack, Wrack. Refuse Pile, ich glaube drei waren's. Und bei alle drei habe ich. Bei alle drei habe ich glaube ich die Dings. Okay, ich kann leider, ich kann nur hergehen. Nochmal zu ihm zurück. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst tun sollte. Ich habe keine Ahnung. Find a collection point, ja. Ich kann noch den anderen markieren. Ich glaube, das war einer. Wieso habe ich den auch vorher gemacht? Ah, das ist wirklich nervig. Berge ist nichts. Entschuldigung. Das ist ein Shelter. Oh mein Gott. Trümmerfeld.
Nee, nee. Wir können noch zum anderen hinfliegen, ob er das vielleicht zulässt, aber... Ich muss erst mal schauen, wo der jetzt dann ist. Oh, der reagiert so schnell. Collection Point. Nein, das war der Bursche. Collection Point, 3 Kilometer. Abflug. Ich sehe nur schwarz, weil den habe ich, glaube ich, vorher noch gelootet. Diese Löcher. Ui! Oh, Mati! Das ist natürlich blöd, wenn man gerade sowas braucht. Wow! Oh Mann! Da ist jetzt gleich wieder Tag, wenn man da gerade. Hallo! Die spawnen halt doch nicht nach, wenn man die Kerne zerstört hat, gell? Das ist halt wirklich blöd. Ja, so wie in dem Fall, wenn man sagt, man braucht den irgendwie. Okay, den Collection Point sagt er mir zwar auch. Ich bin hier. Entschuldigung, spinne ich gerade, oder ist das nicht der, den ich... Nein, den habe ich vorher zerlegt. Ich bin beim anderen, ja. Interessanterweise... liegt das Zeug noch immer herum. Was war das? Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich tun soll. Ich glaube, ich kann mich mit den Piraten nicht mehr anfreunden. Es tut mir leid. So gerne ich das auch hätte, aber es geht nicht. Ich kann die Mission nicht erfüllen, weil der Kern einfach nicht nachspawnt. Ich fahre jetzt nochmal zurück zu ihnen. Kann man mal was dazu sagen, wenn ich sage, ich hab das eigentlich schon erledigt. Aua! Ho. Komm schon, komm schon! Nein! Rüber da! Das ist halt blöd, wenn es bei einer Mission... Kamera! Alle zwei vor mir? Steckt doch ein Plan dahinter! Wenn... ja... Ich habe zwei Collection Points, obwohl ich mir einbüte, das war ein dritter auch noch. Und ich schon vorher einen Kern entfernt habe und der ist dann sagt, ja, ich hätte den Kern jetzt dann aber gern. Ja. Wie gesagt, der Collection Point ist hier. Aber er sagt halt, es ist halt kein... Es ist halt keiner mehr, weil, ja, ist kein Kern drinnen.
Das Gebiet wird... Uiuiui. Wird sozusagen auch nicht nachgespawnt. Und das ist dann schon blöd, weil... Kann ich mich mit dem Piraten halt nicht anfreunden. Neutral, okay. Ich frage jetzt einmal, was es dann ausschaut. Ansonsten, ja, bleibt mal keine Wahl, es mit dem Piraten neutral zu sein. Also. Und ich erinnere die Mission. Sie sind halt. Ich finde es ein bisschen schade, weil sie eigentlich super nett sind. Muss ich schon sagen, eigentlich sind sie ja super nett. Ich kann hier reingehen. Kann mich heilen, kann meinen Sauerstoff auffüllen. Also das ist eigentlich schon sehr nett. Ich kann die Mission nicht ausfüllen. Tut mir leid. Also erfüllen, nicht ausfüllen. Ich kann die Mission nicht erfüllen, da ich... Ja. Nicht die Möglichkeit habe... So, das kann ich wahrscheinlich... Oh, er kann ich entfernen. Aber ne? Tut mir leid. Tut mir ehrlich leid. Da war ich wohl ein bisschen zu vorschnell. Und weiß jetzt aber auch für die nächste Welt, wo wir dann hinfliegen, dass man vielleicht nicht so vorschnell da sollten. Also, eigentlich sollte ich ja auf Omicron. Das heißt, wir fliegen einmal garantiert nicht dorthin. Ja, ich bin bereit, hier diese Welt... Ups. Wo war die? Ich glaube, so geht's nicht. Da war ich wieder ein bisschen zu übereifrig. Daneben. Öffnet die Tore! Ich sollte halt wirklich hergehen und... auf dem nächsten Planeten zuerst vielleicht mit einer reden. Vielleicht kommt man auch so ein bisschen zu neuen Informationen. So, den können wir mal einerlegen. Der ist nicht schlecht gewesen, muss ich auch dazu sagen. Dann natürlich unsere Rohstoffe ablegen. So wie Stahlplatten, mechanische Komponente, ja. Was soll der Geiz? So, hier füllen wir noch einmal kurz auf Sauerstoff. Dann können wir mal den Anzug zurückbringen. Dann einmal Rupter. Da ist natürlich auch schon wieder ein Haufen nachgewachsen, aber... brauchen wir jetzt noch keine Gedanken machen. So, verkaufen. Kann ich das zusammenlegen? 115! Das ist ja alles zum Verkaufen. So. Mehr kann ich hier jetzt nicht machen. Obelisk könnte ich mir markiert lassen, tue ich jetzt aber auch entfernen.
und die La Grande Maria dementsprechend auch. Dass ich nicht wieder das gleiche Problem habe. Genau, den New Marker auch. So. Der Planet ist jetzt wieder clean. Das hätte mich noch interessiert. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Wasser sein. Nicht viel, ein bisschen was. Hm. Okay, Planetenübersicht. Omikron hier. Ubion, Siena, Akur, wo ist er? Aha, das ist sind alles Monde um den Planeten herum. Crown. Ah, das ist mit Crown gemeint. Okay, das heißt, oh, okay, da muss ich rüberfliegen. Ah. Ah, das heißt, wir haben noch zwei Planeten hier. Ningues und Masperon. Okay, es nützt nichts. Wir starten. Wir verlassen den Planeten. Das ist der Kur, da wollen wir nicht hin. Masperon und Ningues. Wir werden Masperon als erstes anfliegen. Charles Gillon. Ja, ja, das Gebiet der Piraten ist jetzt eher doch ein bisschen egal. Denn wir haben den Planeten verlassen. Ein kurzer Rückblick. Skellern. Ach, schön hier. Okay, es geht ab. Im freien Flug nach Masperon. Und ihr sichert da gerade, wir haben im Pentaxid-Tank 50 Aua. Das heißt. Boah, schön. Das heißt natürlich. Damit wir nach Omikron hätten reisen können, hätten wir sowieso zuerst einen Warp-Antrieb bauen müssen. So, kurz einmal weniger ist mehr. Ich glaube, da müssen wir ja auch noch hin. Das ist Ningues. Das ist dann Akur. Da möchte ich auch hineinfliegen. Irgendwas ist da drinnen. Aber nicht jetzt. Das machen wir dann vielleicht auf dem Weg, wenn wir diesen Planeten haben. Apropos, diesen Planeten. Ich möchte mal was probieren. Wir haben hier Waffen. Munition fehlt. Besser. Muss in Munitionskiste gelagert werden? Ausweichen! 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 Hui.
Okay, auf das sollte ich vielleicht aufpassen und auch, wie das Ganze natürlich ausschaut mit Munition. Ich bin gespannt, wie es dann nachher auf Masperon ist. Ich glaube, das war schon ein schwierigerer Planet. Könnte mich jetzt dann täuschen, aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt dann nicht, ob der so einfach war. Er ist sehr grün, es schaut nach sehr viel Wasser aus. Könnte aber auch viel Wald sein, das Wasser schaut halt nicht sehr gesund aus. Muss ich auch ehrlich dazu sagen. So, wir machen kurz Stopp. Na gut, meine Lieben, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wo wir dann auf Masperon landen werden. Und dann schauen wir uns mal dort ein bisschen um, wie es wohl dort sein wird. Und auch die Munition muss ich mir auf jeden Fall anschauen, was wir da brauchen. Denn es wäre nicht gut, wenn wir da auf Feinde treffen und die ballern uns weg und wir haben zwar die ärgsten Waffen, aber keine Munition. Und ich habe schon ein bisschen Munition gecraftet. Irgendwo ist mir anscheinend ein Fehler passiert. Werden wir dann auch mit der Zeit überprüfen. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit Ü, ciao mit A. Servus mit Pudelpau! In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future. To endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves. But with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.